Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Für die Bundesregierung ist die Kritik der Gewerkschaften nicht unerwartet gekommen. Mit dieser Erklärung reagierte heute Regierungssprecher Grünewald auf Äußerungen von DGB-Chef Vetter zu den wirtschafts- und sozialpolitischen Vorhaben der SPD-FDP-Koalition. Zugleich begrüßte Grünewald das Angebot Vetters, dass die Gewerkschaften auch künftig der Regierung ein guter Partner sein wollten. Wenn darüber hinaus die Gewerkschaften zu Beginn einer neuen Legislaturperiode ihre kritische Distanz zur Regierung verdeutlichten, dann sei das, so Grünewald, ein üblicher Vorgang. Diese kritische Distanz widerlegt im Übrigen überzeugend den von einigen gepflegten Eindruck einer Philsokratie zwischen Gewerkschaften und den Parteien, die die Bundesregierung parlamentarisch tragen. Diese Äußerungen geben der Bundesregierung Anlass zu der erneuten Klarstellung, dass für sie der marktwirtschaftliche Ordnungsrahmen der Bundesrepublik Deutschland nicht zur Disposition steht. Die Bundesregierung würdigt durchaus, dass es manchen Betroffenen nicht leicht fällt, die vorgesehenen Entscheidungen im Bereich der Rentenversicherung, der Krankenversicherung und des Gesundheitswesens mitzutragen. Alle betroffenen Gruppen und selbstverständlich auch die Gewerkschaften werden bei der Vorbereitung von Gesetzesvorlagen noch Gelegenheit haben, ihre Auffassung sowohl im Grundsätzlichen als auch im Detail darzulegen. Der Hinweis von Grünewald, dass die Regierung am marktwirtschaftlichen System nicht rütteln wolle, hat offensichtlich folgenden Hintergrund. DGB-Chef Vetter hatte in seinem umstrittenen Spiegel-Interview die Frage gestellt, ob die soziale Marktwirtschaft künftig noch vertretbar sei, wenn sie nicht dazu beitrage, die Vollbeschäftigung wiederherzustellen. Der neue Bundesgeschäftsführer der SPD, Bahr, warnte davor, dass man jetzt, wo gerade eine neue Lohnrunde begonnen habe, jedes Wort auf die Goldwaage lege. Aus der Sicht von Norbert Blüm, Mitglied der CDU-Sozialausschüsse, zeigt die DGB-Kritik an der Bundesregierung, dass die Zeit für parteifromme und SPD-lahme Gewerkschaftsarbeit vorbei sei. Zur Solidarität aller gesellschaftlichen Gruppen in der Bundesrepublik hat Bundeskanzler Schmidt aufgerufen. Im SPD-Pressedienst verwies der Kanzler heute darauf, dass auch in der Vergangenheit schwere Belastungen überwunden werden konnten, weil die Sozialpartner zur Zusammenarbeit bereit gewesen seien. Er habe aber auch den Eindruck gewonnen, dass viele Bürger zwischen ihren persönlichen Interessen und dem Staat einen dicken Trennungsstrich gezogen hätten. Eine solche Staatsverdrossenheit sei gefährlich. Für den CSU-Vorsitzenden Strauß vollzieht sich der Übergang ins nächste Jahr unter einer Riesenlast ungelöster Probleme. Seit Amtsantritt der sozialliberalen Koalition würden in einem immer gefährlicheren Tempo die wirtschaftlichen und politischen Fundamente zerstört. 1977 werde ein weiteres Krisenjahr. In der Metallindustrie von Hessen und Südwürttemberg-Hohenzollern haben die Arbeitgeber bei den heutigen Tarifgesprächen 4,75% mehr Lohn und Gehalt angeboten. Die Tarifpartner für Württemberg-Hohenzollern trafen sich unter Leitung von Franz Steinkühler, IG Metall, und Rolf Lenz, Arbeitgeber, in Freudenstadt. Die Gewerkschaft fordert 50 Mark plus 7% sowie 50 Mark Zulage für Lehrlinge. Die Verhandlungen wurden nach 3,5 Stunden ergebnislos auf den 12. Januar vertagt. Die Tarifrunde in der hessischen Metallindustrie ist am Abend in Frankfurt nach über 7-stündiger Verhandlungsdauer unterbrochen und auf den 10. Januar vertagt worden. Auf die Forderung der IG Metall nach Einkommensverbesserungen um 9,5% für die 320.000 Beschäftigten in der metallverarbeitenden Industrie Hessens antworteten die Arbeitgeber, wie zuvor in Nordrhein-Westfalen und Südwürttemberg-Hohenzollern, mit dem Vorschlag, im kommenden Jahr die Löhne und Gehälter um 4,75% anzuheben. Die Tarifverhandlungen in der Metallindustrie fallen in eine Zeit, in der die deutsche und europäische Schiffbauindustrie in einer schweren Krise steckt, für die sie die Schiffbaupolitik Japans wesentlich mitverantwortlich macht. Im deutschen Schiffbau mit seinen rund 70.000 Beschäftigten wird nicht ausgeschlossen, dass schon bald einige tausend Arbeitsplätze verloren gehen. Die Werften der Bundesrepublik konnten im zu Ende gehenden Jahr Neubauaufträge von 1 Milliarde Mark hereinholen. In guten Zeiten war es das Fünffache. Damit ist der Anteil der deutschen Unternehmen am weltweiten Auftragsaufkommen im Schiffbau von 5,2 auf 2% zurückgegangen. Die japanische Konkurrenz erkämpfte sich unterdessen am schrumpfenden Markt einen Anteil von 60% und sichert sich mit aggressiver Verkaufspolitik Aufträge für die bevorstehenden mageren Jahre. Es wird mit einem Rückgang der Produktion im Schiffbau von 40% gerechnet. Ohne schnelle politische Gegenmaßnahmen, so sind die Fachleute überzeugt, werden schon bald viele
Bauplätze in der europäischen Werftindustrie leer stehen. Ins neue Jahr gehen die deutschen Seeschiffswerften mit einem Auftragsbestand von 7,5 Milliarden Mark. Sie sind damit für die nächsten 12 Monate noch überwiegend gut ausgelastet. Dann aber, so sagen die Schiffbauer, werden unsere Anlagen und Beschäftigten nur noch zu 30% arbeiten, wenn sich das Auftragsaufkommen nicht bessert. Bei vielen kleineren Betrieben sieht die Beschäftigungslage noch weit schlimmer aus. Die IG Metall, Herr von Steeg, hat sich für eine Anhebung der Gehälter und Löhne um 9,6% ausgesprochen. Können die Werften das verkraften? Sicher können die Werften das verkraften. Zudem muss man das Problem der Werftarbeiter sehen, die erhebliche Verdiensteinbußen im letzten Jahr haben hingenommen. Zudem ist die Werftarbeit eine der schwierigsten Arbeiten und mit erheblichen Umwelteinflüssen belastet. Und es gibt keinen Grund, warum Werftarbeiter schlechter bezahlt werden sollen als die übrigen Metallarbeiter. Befürchten Sie Entlassungen im nächsten Jahr? Ja, wir rechnen mit mehreren tausend Entlassungen im Jahr 1977. Die Werften lehnen die IG Metall-Forderungen ab, weil sie darin auch eine weitere Beeinträchtigung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit sehen. Ein stabiles Kostenniveau sei notwendig, um den Produktionseinbruch zu überwinden und die aussichtsreichen Fertigungsbereiche Spezialschiffbau und Meerestechnik weiterentwickeln zu können. In der Industrie, im Handwerk und im Handel sind 1976 wieder mehr Ausbildungsplätze angeboten worden. Nach Angaben des Bundesbildungsministeriums in Bonn wurden 32.700 Ausbildungsverträge geschlossen. Das sind rund 15% mehr als im Vorjahr. Andererseits gab es Ende November noch 18.000 junge Menschen ohne Lehrstelle. 80% von ihnen haben Haupt- oder Realschulabschluss. Der spektakuläre Mord an dem Pariser Abgeordneten und früheren Staatssekretär de Breuil ist aufgeklärt. 5 Tage nach dem Verbrechen teilte die Polizei mit, dass der Täter gestanden hat. Er sei für den Mord gedungen worden. Auch die Hintermänner und die Motive seien klar. Der 55-jährige Prinz de Breuil war Abgeordneter der unabhängigen Republikaner der Partei von Staatspräsident Giscard d'Estaing. Er stammte aus einer der ältesten Familien Frankreichs und war auch mit den Rothschilds verschwägert. Als etwas undurchsichtig galten seine Geschäftsbeziehungen. De Breuil war Heiligabend auf offener Straße erschossen worden, und zwar vor dem Haus seiner Finanzberater. Vor 1,5 Stunden bestätigte Frankreichs Innenminister Poniatowski vor Journalisten in Paris, beide Finanzberater des Ermordeten seien verhaftet worden. Die Berater de Barga und de Ribemont hätten sich von de Breuil 4 Millionen Franc geliehen, die innerhalb von 7 Jahren zurückgezahlt werden sollten. Bei einer Gegenüberstellung der Finanzberater mit dem Mörder hätten alle Verdächtigen die Nerven verloren und ein umfassendes Geständnis abgelegt. Die spanische Polizei hat heute in Madrid eine Pressekonferenz abgebrochen, die von einer italienischen Parlamentarierdelegation veranstaltet worden war. Die Abgeordneten aus Italien wollten dagegen protestieren, dass der spanische KP-Führer Carrillo in Haft ist. Ein Mitglied der Delegation, der Christdemokrat Frank Anzoni, nannte die Polizeiaktion einen offenen Verstoß gegen die Grundfreiheiten. Außerdem sei es nach der Verhaftung Carrillos notwendig, die Beziehungen zwischen Spanien und der Europäischen Gemeinschaft zu überprüfen. An den politischen Entscheidungen in Washington soll der künftige Vizepräsident Mondale stärker beteiligt werden als alle Vizepräsidenten vor ihm. Dies erklärte der gewählte Präsident Carter auf der Ferieninsel St. Simons, wo er mit seinem Kabinett gegenwärtig die Regierungsgeschäfte vorbereitet. Wie Carter weiter mitteilte, werde Mondale unter anderem regelmäßig Einsicht in alle wichtigen Berichte des Geheimdienstes CIA und des Verteidigungsministeriums erhalten, damit er gegebenenfalls sofort die Amtsgeschäfte des Präsidenten weiterführen könne. Trotz seiner ihm zugewiesenen Koordinierungsaufgaben wird Mondale allerdings nicht Stabschef des Weißen Hauses. Diese einflussreiche Position hat Carter noch nicht besetzt. Zu einem neuen Vermittlungsversuch im Rhodesien-Konflikt ist heute der britische UN-Botschafter Richard, Vorsitzender der Genfer Rhodesien-Konferenz, nach Afrika abgeflogen. Er will die festgefahrenen Verhandlungen über die Unabhängigkeit Rhodesiens wieder in Gang bringen. Vor dem Abflug in London äußerte sich Richard zuversichtlich über die Aussichten seiner Vermittlungsmission. Er schätzt die Chancen etwa 50-50 ein. Zugleich gab er zu verstehen, dass Großbritannien jetzt bereit ist, sich an einer Übergangsregierung in Rhodesien zu beteiligen. Damit soll das Land zur offiziellen Unabhängigkeit und einer schwarzen Mehrheitsregierung geführt werden. Mit der weißen Minderheitsregierung in Rhodesien will Richard am Sonnabend die neuen britischen Vorschläge erörtern. Außerdem besucht er die sogenannten afrikanischen Frontstaaten, die mit Rhodesien eine gemeinsame Grenze haben.
Syrien will künftig den Juden im Lande die gleichen Rechte gewähren wie allen anderen syrischen Bürgern. Regierungskreise in Damaskus bestätigten heute, dass die bisher gültigen Einschränkungen aufgehoben werden. Die Juden in Syrien, ihre Zahl wird auf etwa 5000 geschätzt, durften bisher innerhalb des Landes und auch ins Ausland nur mit behördlicher Genehmigung reisen. Ebenso gab es Beschränkungen bei der Arbeitssuche und beim Erwerb von Grundbesitz. Die Neuregelung gilt als Teil einer syrisch-ägyptischen Friedensoffensive für eine Lösung des Konfliktes mit Israel. Wie durch ein Wunder gab es gestern Abend nach einer Gasexplosion in einem Londoner Kaufhaus nur 20 leicht Verletzte. Hunderte hatten sich zum Zeitpunkt der Detonation im Erdgeschoss zu einem traditionellen Weihnachtsschlussverkauf eingefunden. Die Unglücksursache: eine lecke Leitung. Im Umkreis von mehreren hundert Metern gingen Fensterscheiben zu Bruch. Eine zweite Gasexplosion gestern Nacht in einem Restaurant in der englischen Hafenstadt Bristol. Auch dort nur leicht Verletzte. Doch durch die Wucht der Explosion wurden anliegende Geschäfte und Büros erheblich beschädigt. Einer der Betroffenen erinnert sich. Ich wachte auf dem Fußboden auf, ein Glashaufen über mir. Es muss so gewesen sein, dass der Gasknall mich aus dem Bett geschmissen hat. Die seit einem Jahr in der Bundesrepublik geltende Anschnallpflicht wird, wie der Automobilclub von Deutschland und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat heute mitteilten, von vielen Autofahrern nicht ernst genommen. Über die Folgen dieser Nachlässigkeit informierte sich Klaus Windel. Gestern auf der Autobahn München-Salzburg. Ein schwerer Verkehrsunfall, wie er tagtäglich, ja stündlich auf unseren Straßen passiert. Zwei Lastzüge und drei PKWs rasten ineinander. Und doch unterscheidet sich dieser Zusammenstoß von den Abertausenden mit Personenschäden. Es gab keine Toten, nicht einmal Schwerverletzte. Und dies, obwohl alle Autos schrottreif waren. Der Grund: alle Fahrzeuginsassen waren angeschnallt. Dies dürfte wohl ein sehr deutlicher Beweis für den Sicherheitsgurt als Lebensretter sein. Das Gegenstück dazu ein paar Stunden später. Hier war niemand angeschnallt, hier gab es Schwerverletzte. Der Beifahrer flog durch die Windschutzscheibe, der Fahrer trug sehr schwere Gesichtsverletzungen davon. Die Gurte hingen unbenutzt im Fahrzeug. So sieht die Realität, die traurige Bilanz nach einem Jahr Anschnallpflicht aus. Es sind zwar jetzt ca. 90% der PKWs mit Gurten ausgestattet, nur die Anschnallpflicht wird immer weniger ernst genommen. Die Sorglosigkeit nimmt wieder zu. So sank die Anschnallquote von 62% im Januar auf unter 50% in diesen Tagen. Im Innerortsverkehr, wo sich 70% aller Unfälle mit Personenschäden ereignen, gurtet sich sogar nur noch jeder Dritte an. Daher verzeichnet auch der Chefarzt der München Augenklinik wieder eine Zunahme bei den Augenverletzungen. Nach seiner Statistik erblinden zurzeit etwa 8% der unangeschnallten Unfallopfer auf beiden Augen, 32% auf einem Auge. Auch im neuen Jahr vertraut man im Bundesverkehrsministerium nur wieder auf eine Aufklärungsaktion. An einen Gurtzwang denkt man immer noch nicht. Von Bedeutung für die künftige Rechtsprechung dürfte das neueste Urteil eines Oberlandesgerichts sein. Es gab einem Autofahrer die Mitschuld an einem Unfall, da es unterlassen hatte, sich während der Fahrt anzuschnallen. Ähnliche Überlegungen sind ja auch bei den Kfz-Versicherungen noch im Gespräch. Der Rauschgiftschmuggel hat im abgelaufenen Jahr weiter zugenommen. In den ersten 9 Monaten wurden an den Grenzen der Bundesrepublik sowie auf See- und Flughäfen etwa 70 Kilogramm Heroin beschlagnahmt. Das sind nach den Angaben des Zollkriminalinstitutes in Köln 12 Kilo mehr als im Vergleichszeitraum 1975. 1 Gramm Heroin reicht für 20 bis 30 Spritzen. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 30. Dezember. Deutschland liegt unter einem schwachen Hochdruckkeil, der sich noch abschwächt. Die in den letzten Tagen eingeflossene Kaltluft kommt zur Ruhe, sie erwärmt sich aber nicht. Die Vorhersage für morgen: morgens gebietsweise Nebel. Tagsüber meist hochnebelartige Bewölkung mit örtlichen Aufheiterungen, besonders in den Mittagsstunden. Nur unbedeutender Schneefall. Nächtliche Tiefstemperaturen minus 6 bis minus 10, bei längerem Aufklaren auch unter minus 12 Grad. Tageshöchsttemperaturen um minus 4 Grad. Im Norden und Westen minus 3 bis 0 Grad. Im Süden schwachwindig. Im Norden schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen.